Gut. Dann können wir jetzt die Vertrauensepisode mit Yuito angehen. Was geht hier eigentlich vor? Kannst du mir das alles bitte mal erklären? Hast du wirklich meinen Vater getötet? Warum versuchst du mich auch zu töten? Ich will nicht der Feind sein, ohne zu wissen warum. Wenn es etwas gibt, das du mir einfach nicht sagen kannst, lass es mich wissen. Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Bitte, Kasane, das ist einfach nicht richtig. Okay. Ich habe dir nichts zu sagen. Okay. Ich habe dir nichts zu sagen. Sie startet trotzdem eine Vertrauensepisode. Du hast Yuito zum Raki geblockt. Okay. This doesn't solve everything, but at least he won't ask me about it. He's someone I may have to kill eventually. I need to make sure we interact as seldom as possible. Or else I might lose my nerve when the time comes. He's kind of strange. He's not like Naomi or Captain Seto. It's not like I found him especially interesting, so why couldn't I just ignore him? Oh well, he can't contact me anymore. For now, I just need to focus on Naomi. Das war eine äußerst kurze Vertrauensepisode. Friends. I've never wanted friends before, but there's a limit to what I can do or think of by myself. I'll try to rely on other people a little more. Na gut. Okay. So, dann. So we failed the job that Seiron official gave us. It was Kodama's fault. We couldn't help it. I never thought failing a mission would relieve me so much. Dann haben wir noch weitere Nachrichten. Über das Gebiet, wo Naomi war. Was hat das mit der Gegend auf sich, in der Naomi war? Ich glaube, du weißt das schon, aber es gab noch viele andere. Ich glaube, all diese anderen waren ursprünglich Menschen. Es gab dort unzählige riesige Türen. Meinst du etwa, es waren welche in jedem einzelnen Raum? Vermutlich. Die Türen waren alle auch verstärkt. Ich konnte hinter jeder einzelnen eine Präsenz spüren. Ich bin mir sicher, einige davon haben sehr lange in diesen Räumen gelebt. Sie in einer Umgebung leben zu lassen, die sie an ihr früheres menschliches Dasein erinnert, wäre vermutlich noch schmerzhafter. Ich weiß nicht mehr, was noch richtig ist. Okay. Arashi war beeindruckend. Es überrascht mich, dass es so einfach für dich war, diese sicheren Schlösser zu knacken. Du scheinst wirklich gut zu sein, Arashi. Komm schon, Shiden. Wenn du schon jemanden ein Kompliment machst, dann sei wenigstens ehrlich. Arashi hat auf diesem Gebiet wirklich Talent. Sie bewältigt schwierige Aufgaben mit Links. Ich bin mir sicher, sie erledigt einige wichtige Arbeiten für die Ahs. Aber Arashi neigt dazu, eigene Erfolge zu verheimlichen. Andererseits arbeitet sie an vielen Geheimprojekten. Also kann sie nicht wirklich darüber sprechen, auch wenn sie gerne wollte. Also das Schlösserknacken scheinbar kein Problem. Klingt nach jemandem, dem man sich nicht zum Feind machen sollte. Hör sich an all diese Komplimente an. Nur zu, mach ruhig damit weiter. Es wird dir nichts bringen. Die Ars würde niemals einen Ingenieur in dieser Position belassen. Warum? Sie ist auf jeden Fall die beste Ingenieure der Ars, aber warum? Vermutlich, weil es sie nicht wirklich interessiert. Das macht Sinn. So, dann. Vertrauensepisode mit Arashi. Wir hätten die Ergebnisse unserer Untersuchung über Karin früher mit allen teilen sollen. Es gibt da ein paar Dinge, die ich zugeben muss. Ja, dann erzähl mal. Bevor ich die Blocke wie Yuito. Arashi, why are you sleeping here? Didn't you say you were going to check the SAS? Arashi is currently in maintenance. Please wait until services resume. Skipping out on work? Arashi, you bring lazy to a whole new level. Shut up! People need to get plenty of rest or they can't work. Plenty of rest? Oh, look at the time. It's almost time to eat. No wonder I'm so hungry. What a stupid alert system. Wow, so you can't even be bothered feeling hungry? Well, I was going out to eat. If you're hungry, then how about joining me? Eat out? Listen, rookie, the city is full of danger. You could find yourself surrounded by civilians or hounded by the crows. Fans in the press. Must be tough being famous. Basically, you're saying... It's a pain. I thought so. We don't need to go out. We have our rations. It gives us the minimum essential nutrients we need. Isn't that wonderful? You care about efficiency that much? Of course.
And these rations can be eaten right away. It's my treat. Want to join me? It seems like you're absolutely against going outdoors. Okay, let's eat here then. Das kenne ich auch zu gut. Einfach nicht rausgehen. This soda hits the spot. There is no better beverage in the world. Glad to hear it. By the way, do these rations taste a little too salty to you? You think so? I'd understand if it were heavily seasoned, but I'm just getting a strong taste of salt. It's not very balanced. Hmm, that's surprising. I thought you were more like me and didn't really care about taste that much. Hmm, now that you mention it, I don't think I used to care. I bet it's because of Naomi's cooking. My taste probably changed without me noticing. She likes to cook too? Handmade hair clip, homemade cooking. She sounds like quite the homemaker. She liked doing it since we were little. And I always helped with the taste testing. I see. That's why these rations are not to your liking. It's not that I don't like them. I just said it's not very balanced. It could just be that my palate is more refined now than it was before. Good grief, are you really bragging to me about your sister right now? How are you two so close when you're not even related by blood? Because my sister was so kind. There's no way I would have survived in that house without her. Did something happen with your family? I guess. Don't get me wrong. I'm very grateful they took me in. But my parents don't see me as family. Not Naomi, though. She's always been there for me, protecting me. And that's why I wanted to do everything in my power to protect her no matter what. I don't know Naomi that well. We only got to fight together a short time. And this might come off as rude, but that hair clip and Naomi's cooking you hold so dear, I just don't understand their worth. However, hearing you tell me about them has helped me to get to know Naomi. You really found yourself a good sister. Yes, I did. Thank you for the food. Okay, we've gone through the chore of eating. Time to resume services. Seems like you're ready to go back to work. Before I forget, you can pay me back for the rations by helping me out with a little job later. What? Oh, just hearing you talk about Naomi, I sense that you're someone who has a strong sense of duty. When someone protects you, you protect them back. In other words, since I treated you to a meal today, you'd want to pay me back. Or else it wouldn't sit right with you. I'm really just doing it for your sake. I'll let you know what you have to do later. Now, I've gotta go. Oh, that's so unfair. Arashi! This must be what she had in mind the whole time when she said she'd treat me. She really got me. Nobody is better at slacking off than she is. He. Oh, Kasane, perfect. Can you get me a soda from the refrigerator? Sure. But I think it would be faster if you got it yourself. I need my calories. Burning those calories with my power would be putting the cart before the horse. Don't worry, I'll pay you back. I don't know when, though. Okay. Vertrauensstufe 2. Whoop-de-doo-de-doo. I think understanding you better will make our battles more efficient. Mhm. Well, then I guess we both need to understand each other. So, hier Nachricht. In Sicherheit. Du bringst dich öfter in Schwierigkeiten, als ich dachte. Kasane, du musst lernen, wie du das vermeiden kannst. Allerdings habe ich die lästige Aufgabe, mich um die PR zu kümmern. Was ich hasse, aber immer noch mache. Du siehst, das siehst du, was passiert, wenn man sich nicht raushält. Dafür, dass du sie so hast, machst du deine ganze Arbeit aber gut. Wenn du PR machst, bist du ein ganz anderer Mensch. Das bewundere ich ein wenig. Das ist reine Erfahrungssache. Hättest du das von klein auf immer gemacht, könntest du vor der Kamera auch total munter auftreten. Nicht, dass ich dir das empfehlen würde. Gut in etwas zu sein, was man hasst, ist nichts, worauf man stolz sein könnte. Ja, verstehe ich. So. Kageru. Sogar die coole Kasane benimmt sich also manchmal wie ein Teenager. Irgendwie erleichtert mich das. Kasane, you've come to see me. Let me guess, you've finally fallen for this sly fox's charms. Disturbing things do tend to stand out. Ouch. I demand an apology and compensation. Therefore, I'd like you to come to Kikuchiba with me. Kikuchiba? What are we going to do at a ruin overrun by others? I mean, if I suggest we go to Musubi's for a talk, you'd just turn me down. It doesn't matter where we do it. I hate meaningless conversations.
Just think about it. If there are others, we can fight. It wouldn't be meaningless if we were also gaining valuable fighting experience. If you don't want to talk, you can just focus on the fighting. That way, there's no wasted time. I can't imagine I can improve my skills training with you. Our power disparity is too great. Seriously? Come on, just humor me, would you? Please, Kasane? Why does he want me to go with him? As irritating as this is, this might be a good opportunity to finally get him to tell me about his past. Okay, if it's training, then I'll go with you. That's the spirit. Don't let my graceful knife skills make you fall in love with me. Since I'm absolutely not interested, could you fight invisible the entire time? There's no sign of any others. What, really? They're usually everywhere. Of all the days they're not around. This is no different than talking at the hideout. Let's go back. Wait! We'd be wasting a trip if we just turned around and went home. Fine. Atta girl. Don't worry, I won't bore you. There's also something I wanted to show you. What? It's a surprise for later. Come on, this way. Well, our plans may have gone awry, but at least we can have some fun without getting interrupted by others. Our goal was combat training. Having them around was the whole point. Even you must have realized that the combat training was nothing more than an excuse. Oh, this really brings back memories. This area used to be a shopping district. I always came here with friends to blow off steam. Now it's nothing but a bunch of sad rubble. It gives me a strange feeling. I mean, I guess to someone young who wasn't around back then, this would look like nothing but a pile of rubble. Somewhere nobody lives anymore. Nothing left but visions. It's almost like the entire city has been left to haunt this area. I know it sounds absurd, but in a way, it's actually pretty funny. He's doing it again. He's lost his levity. I wasn't just imagining it. Oh, there it is! An arcade game? Not just any arcade game. You operate a crane to grab a prize, and if you manage to drop it down the hole, you get to keep it. This used to be real popular back in the day, especially with couples. This is why we came here. Let's see if it still works. It's plugged in, but it's not responding. Maybe it's broken. Wait. No, it's just locked. Alright, time to use the hacking program I borrowed from Arashi. That sounds illegal. This place may be in ruins, but are we allowed to just operate this and take its prize? Don't worry about it. It's been left like this forever, so nobody's going to get mad if we take a prize or two. Oh, nice, it worked. Ha, look at that. Now tell me which one you want. I'll grab it for you. There are only plushies. I don't really want any of them, but if I had to choose one, then that one, I guess. Okay, say no more. Consider it yours. I used to play these games all the time back in the day. I'm basically an expert now. Start it up, turn here, and now! You dropped it. I'm not giving up yet. One more time. This time I'll get it for sure. He hasn't even gotten a single one yet. At the rate this is going, I'll never be able to ask him about himself. Can I get a turn? Okay, but this is more difficult than I thought it'd be. You know, I bet the store manager put the prize in a position where it's hard to get. Hey, you're cheating! All my hard work vanished like tears in the rain. You brute-forced a locked machine with a hacking tool. So who's the real cheater here? Well, I suppose you're right. Okay then, I know this just started to feel like a date, but I think it's time we call it a day. Okay. Oh, were you two together? Oh boy, looks like we're caught. Well, cat's out of the bag. I guess there's no sense in hiding our secret now. Secret? What were you doing?
He thinks we were on a date, which I in no way wanted any part of. If it were a date, well, I'd call it a complete failure. Kasane? Why would you say that in front of me? What part of it was a failure? Naomi told me dates were supposed to be fun. That wasn't fun at all. Oh, that's too bad. Well, you're a little too young to go on a real date anyways. And I am an old geezer. In fact, I'm old enough to have a kid your age. Now that I think about it, the major here would be more suitable for me. Then why don't you treat it like an outing with your daughter? What's the fun in that? It's not like I actually want to go on a date with him. I can't imagine it'd be more fun than this last one. Whoa now, that sounds like a challenge to me. Okay, give me another shot. Do whatever you want. I'm glad you two are getting along so well. There are a lot of things different about you, Kasane. I could say you're an unlikely woman. Naomi always said I was easily misunderstood. Yeah, I get that. You just say whatever is on your mind. I generally find staying quiet makes more friends, though. Oh well, that lack of control is one of your good features. Okay, auch hier Vertrauensstufe 2. Whoop-di-doo-di-doo. Hey, do you see how great I am now? Nein. I don't know about great, but I do think I've come to understand you a little better. Ich will andere Spiele ausprobieren. Das klingt so falsch. Ich habe dieses Spiel schon so ewig nicht gespielt, dass ich mich wieder ganz jung fühle. Aber damit geendet, dass du deine Psychokinese gegen mich angewandt hast. Ach, das Spiel wird hier vielleicht noch irgendwo gespielt, wo du eine Trommel in einem Rhythmus schlägst. Kennst du es? Ich würde dir gern zeigen, wie gut ich mit den Sticks bin. Das Spiel kenne ich nicht und ich will es nicht sehen. Deine albernen Sticks sind mir egal, Kagero. Eiskalt abgeblitzt. Du solltest sie nicht albern nennen, bevor du sie gesehen hast. Tja, wir sollten das irgendwann mal wiederholen. Manchmal glaube ich, das Spiel ist mit Absicht irgendwie auch schon fast zweideutig. Und, was gibt's im Fernsehen? Nichts. Revolutionssender Sairam. Hier spricht der Revolutionssender Sairam. Wir haben das reguläre Programm unterbrochen, um euch die Wahrheit mitzuteilen. Wir haben geheime Kameras und Überwachungsgeräte in ganz Sairam entdeckt und ausgeschaltet. Ein Beweis für die Überwachung durch die Regierung. Die Übertragung dieses Kanals wird aufgrund technischer Schwierigkeiten beendet. Hier spricht der Revolutionssender Sairam. Okay. So, sonst hatte ich hier keine weiteren Vertrauensepisoden, ne? Auch du nicht. Ich hatten wir. Mehr haben wir ja gar nicht. Dann hätten wir das soweit. Dann würde ich jetzt einmal nochmal ins Musubi zurückkehren. Denn auch dort haben wir noch einen Code, den wir eingeben müssen. Also schön Code knackt. Jo, hier. Save me müsste sein. Ich hoffe, ich schreibe es jetzt richtig. Also halt, ne, wegen Groß- und Kleinschreibung. Und phänomenal, das ist auf jeden Fall richtig, die Details offen. Ich denke nur laut nach, aber könnte das Passwort eine Nachricht von Mimi sein? Bussevision Gruppe, mal 1. Information zu Gruppenmitgliedern, yay. Bitte sehr, ist nicht viel, aber ich wollte mich dafür bedanken, dass du Mimi dabei geholfen hast. Vertrauen unterstützt, verbessert mal 1. KWP-Hilfe mal 1. Plugin-Paralysierungsprogramm. Wow, das ist unglaublich. Du hast alle 13 Dateien freigeschaltet, Glückwunsch. Mimi würde sich so darüber freuen, dass du dich für sie so eingesetzt hast. Glückwunsch, bestimmt wartet schon eine Nachricht von Mimi auf dich. Lies sie ruhig. Hier ist Musubi von Musubi, deine Entspannungszentrale. Aber darum geht es gerade nicht. Es tut mir leid, dass du wegen Mimi so viel durchmachen musstest. Um ehrlich zu sein, habe ich der Sache nicht ganz getraut. Mimi hat immer schlecht über euch geredet und dann verschwindet sie und sagt mir, ich solle die A's verständigen. Also bin auch ich schuld an den Ganzen. Natürlich hätte es sein können, dass Mimi in echter Gefahr schwebt und ich habe mir Sorgen gemacht, aber ich war mir sicher, dass du alles zum Guten wenden würdest. Egal, ob Mimi etwas im Schilde führte und du hast dich noch besser geschlagen als erwartet. Ich kann Mimis Tat nicht gutheißen, aber ich weiß, dass sie kein schlechter Mensch ist. Sie kommt aus Lokshow und die Stadt wurde bei einem anderen Angriff vernichtet. Ich glaube, der plötzliche Tod ihrer Familie hat sie hart getroffen. Vielleicht hätte sie das Gefühl,
sich ein Ventil verschaffen zu müssen. Viele da draußen haben liebe Menschen an den anderen verloren, können sie aber nicht selbst bekämpfen, weil sie keine Kräfte haben. Also richten sie ihren Hass gegen das Nächstbeste. In Mimis Fall gegen die Aas. Aber ich glaube, dass sie sich durch den Kontakt mit dir etwas verändert hat. Ich kann es nur schwer beschreiben, aber es wirkt, als hätte sie jetzt ein Leuchten in den Augen. Sie wirkt lebendiger. Die ganzen Scherereien tun mir leid, aber ich glaube, du warst das Beste, was ihr passieren konnte. Du hast nicht nur die Codes geknackt, sondern auch meine Freundin gerettet. Danke, dass du so engagiert gearbeitet hast. Ich bin fertig. Oh, ich wollte dir noch was Wichtiges sagen. Vielleicht immer das. Du bist ziemlich cool, weißt du? Du hast die letzten Daten kopiert. Du nimmst deine Aufträge wirklich ernst, oder? Ich hab dir ja gesagt, dass ich von der Aas nicht viel halte, richtig? Ich hab euch die ganze Zeit belogen. Klatschartikel über euch geschrieben. Ich hab dich mit den Codes reingelegt. Aber du hast dein Versprechen gehalten. Bis zum Ende. Es gibt wohl doch ehrliche, vertrauenswürdige Menschen in der Aas. Jetzt schäme ich mich richtig dafür. Es tut mir leid, ich habe all die schmutzigen Geheimnisse über dich und deine Freunde gelöscht. Da ist das Mindeste. Die Daten, die du übertragen hast, sollten jetzt dir gehören. Ich kann nicht darauf zugreifen, also musst du dir die Gedanken machen, dass sie an die Öffentlichkeit gelangen. Um ehrlich zu sein, werde ich der Aas wohl nie vergeben, dass sie meine Familie nicht gerettet hat. Aber jetzt weiß ich, dass es sogar innerhalb des kalten, korrupten Syndikats, für das ich die Aas gehalten habe, freundliche, fleißige Menschen gibt, die ihre Berufung folgen. Danke, dass du mir das gezeigt hast. Oh, ich wollte dir noch was Wichtiges sagen. Hier ist Mimi. Ich wollte keine Nachrichten mehr schicken, aber ich hatte vergessen, dir etwas sehr Wichtiges zu sagen. Keine Sorge, von den Vorkommnissen wird die Presse nichts erfahren. Ich meine, es gibt keinen Grund, warum du einer Lügnerin wie mir glauben solltest, aber ich verspreche es trotzdem. Von jetzt an schreibe ich ohne eure Erlaubnis keine Artikel mehr über euch. Aber eines Tages, mit deinem Einverständnis, würde ich irgendwann gerne einen echten Artikel über dich und deine Kollegen schreiben. Aber ich weiß, dass ich viele schreckliche Dinge getan habe. Vielleicht ist das zu viel verlangt. Es tut mir leid, vergiss es einfach. Schön, dich zu treffen. Du bist Mimi, oder? Das ist das erste Mal, dass du von mir hörst. Wegen des Artikels? Ja. Wegen des Artikels, wenn du meinst, wende dich bitte an die Aas-Presseabteilung. Ich gebe dir gerne ein Interview, aber lass die Klatschartikel bitte. Ich kenne nichts dafür, dass du die Aas für korrupt hältst. Natürlich sind wir keine Helden, wir machen Fehler, verlieren gegen andere und sterben im Kampf, auch wenn das nicht oft in der Presse steht. Wir sind auf keinen Fall Superhelden, aber du musst verstehen, dass wir alle retten wollen. Dafür kämpfen wir, wir alle. Ja, ich glaube es. Dir und deiner Einheit vertraue ich, aber ich weiß nicht, ob das auch für den Rest der Aas gilt. Ich möchte mit dem Artikel reinen Tisch machen. Ich war geblendet von meinem eigenen Hass, aber jetzt möchte ich der Wahrheit ins Gesicht sehen und sie drucken lassen. Ich will meine Arbeit ehrlich und richtig machen, so wie ihr. Also möchte ich noch einmal über euch schreiben. Ich werde mein Bestes geben, ihr werdet schon sehen. Okay, also war da letztendlich halt alles wirklich so komisch vorgespielt. Sie hat wirklich gelogen. Okay, ja, dann haben wir jetzt das quasi auch durch, ne? Ja. Ja, haben wir. Jo. Mehr haben wir hier, muss ich auch gar nichts zu tun. Dann können wir auch schon wieder zurück ins Versteck. Wir haben jetzt ja alles erledigt. Dann können wir jetzt noch mal gucken, was das da ist mit Kampf-MP-Gedöns-Dingerns. Nicht hier, sondern da. Machen wir mal hier. Das wäre ja dann Ausrüstung, ne? Kampf-MP-Hilfe. Vertrauen-Unterstützung verbessert. Verbesserte Version des Unterstützungs-Plugins. Ja gut, okay. Kampf-MP-Hilfe verbessert. Dadurch kriegen wir 8% EP. So. Kann ich das mit dem hier zusammenpacken? Nur mal so theoretisch. Wir hätten halt weniger Kraft. Aber kriegen mehr EP. Das heißt, schnellere Level-Ups. So, theoretisch. Mehr Level-Ups sind auch mehr Stärke. So, im Laden haben wir neues Produkt. Okay. Haben wir Sternschnuppe. Gar nicht so viel Geld dafür. So.
Zack. Du könntest auch einen neuen Spezialstock haben. Ich müsste einmal auch Zeug verkaufen. Ich hab doch nicht so viel. Kirnfeldausrüstung. Ach so. Das brauche ich wirklich nicht. Das füllt sich ja so schnell auf. Dann die alten Waffen können theoretisch wegbringen, aber auch nicht so viel. Haben wir irgendwas, was vom Wert ist, außer halt die Geschenke? Das heißt, Erholung MK3 brauche ich auch nicht. Halt, die Poster sind natürlich halt wertvoll. Weil die dienen ja auch als Geschenke. Kyokos Talisman könnte man verkaufen, aber nö. Einfach nur weil wegen nö. Elektrisch-akustische Gitarre, aha. Okay, ja, dann haben wir tatsächlich nicht so viel. In der Tauschbörse können wir da bereits ihre Waffe aufwerten. Ach, das hat sie jetzt gerade auch ausgerüstet. Das ist ja toll. Da braucht man ja gar kein Geld dafür ausgeben. Da kann ich mir das nicht leisten, weil ich habe keinen harmlosen Hasenknuddel 3. Und dafür habe ich keinen Plus 2. Dafür fehlt mir eine Rutartenabwehr. Armer Rashi. So, das können wir mal machen. Und den Tänzer. Ja, nee. Nee, einfach nur nee. Okay. Ach siehst du, jetzt habe ich noch gar nicht nach dem Plugin geguckt. Vielleicht gibt es ja schon Kraft MK4. Hier, Plugins. Gibt es. Kann man ja mal kaufen. Mehr Kraft ist mehr Kraft. Die haben wir halt vorhin woanders halt dann liegen gelassen quasi. Jo. Theoretisch könnten wir auch mal der anderen halt hier die Plugins geben, dass sie auch mehr Zeug haben können. Aber haben wir jetzt erstmal nicht. Nee, warte, ich wollte Ausrüstung. So, kriegst du nicht Kraftfeld, sondern Kraft. Erstmal. Und Kyoka auch. Ach, die hat schon eins. Kriegst du mal das nächste Bessere? Jo. Jo. Dann haben wir es soweit und können eigentlich jetzt mit der nächsten Phase loslegen. Aber das und vieles mehr erst in der nächsten Folge von Scarlet Nexus. Bis dahin, viel Spaß noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.